Bei mir im Studio jetzt mein Kollege Marian Grunden. Ja, Marian, die israelische Luftwaffe hat beim Gegenschlag auf den Iran vor allem auf Kampfjets gesetzt. Wie hat sie das geschafft, ohne dass der Iran darauf reagieren konnte? Naja, man musste auf jeden Fall die feindliche Luftabwehr überwinden, die Flugabwehr überwinden. Und das Ganze, der ganze Einsatz hat eigentlich die militärische Dominanz Israels in dieser gesamten Region gezeigt und natürlich auch die iranische Schwäche illustriert. Und wir wollen uns das nochmal anschauen, wie das genau abgelaufen ist. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Welle 1, mit der Israel gestartet ist. Das ist wie bei vielen großen Luftangriffen in verschiedenen Wellen passiert. In diesem Fall waren es 3 Wellen. Und dieser Welle 1, da hat man sich erstmal darauf fokussiert, hier die Basen in Syrien und im Irak auszuschalten. Also diese Radaranlagen, damit Kampfjets, die dann folgen, eben nicht weiter geortet werden können. Heißt also, hier war es extrem wichtig, in Syrien, im Irak, aber auch im Iran, diese Radaranlagen zu zerstören, um eben den Feind gewissermaßen blind zu machen, damit er eben nicht für Welle 2 und 3 in der Lage ist, die feindlichen Jets am Himmel zu orten und dann eben unter Umständen auch abzuschießen. Was kommt denn da für Munition zum Einsatz bei so einem Angriff? Das wollen wir uns auch noch mal anschauen. Und da gibt es 2 Aspekte, die besonders interessant sind. Einmal ist es eine Anti-Radar-Rakete, die dort wahrscheinlich zum Einsatz kam, und zwar das Modell AGM-88H. Das Besondere hier eben, das ist eine Luft-Boden-Rakete, die wird also vom Kampfjet abgefeuert und hat eine Geschwindigkeit von 2086 km/h. Eine relativ geringe Reichweite, 150 Kilometer. Heißt also, sie muss von den Kampfjets relativ nah an den feindlichen Luftraum herangetragen werden, bevor sie dann eben abgefeuert wird und sich dann eben ihr Ziel über Radarsignale selber sucht. Hochspannend aber auch die Kampfjets, die zum Einsatz kamen. Das waren 100 an der Zahl, 50 davon wahrscheinlich F-35-Jets, die wir hier gerade im Hintergrund gesehen haben. Und das sind Tarnkappenjets. Die können also sowieso vom feindlichen Radar kaum geortet werden. Die haben eine Spezialbeschichtung und auch die Form ist so optimiert, dass das Radar das quasi überhaupt nicht erkennen kann. Die haben eine Geschwindigkeit von 1900 km/h, eine Reichweite von 2100 km/h und eine Waffennutzlast von 6 bis 8 Tonnen. Spannend ist natürlich, dass trotz dieser Reichweite die Jets in der Luft betankt werden mussten. Also eine sehr komplexe Aufgabe für Israel, die man da geprobt hat und gewissermaßen dann auch erfolgreich durchgeführt hat, ohne dass der Iran das mitbekommen hat und ohne dass ein einziges Flugzeug tatsächlich abgeschossen wurde. Werfen wir aber auch noch mal einen Blick auf die Wellen 2 und 3, die da erfolgt sind. Also die Kampfjets, die sind gestartet über den Irak, über Syrien und sind dann hier Richtung Iran geflogen, haben dann in 20 verschiedenen Regionen Luftschläge verübt. Eine besondere Region bzw. eine besondere militärische Anlage ist hier in der Nähe von Teheran, Parchin. Das ist eine besondere Anlage, denn hier wird tatsächlich der Festtreibstoff für Raketen hergestellt. Aber interessanter noch, das Gebäude Talegan 2, das zerstört wurde. Und zwar, weil da bis 2003 Detonationstests für Atombomben stattgefunden haben. Also diese Infrastruktur, die ist zerstört, ohne dass man eben die Atomanlagen direkt angegriffen hätte. Die Flugabwehr im Iran, die hat es aber nicht geschafft, diese Jets vom Himmel zu holen oder die Raketen abzuschießen, denn die ist relativ veraltet. Zwar gibt es noch Flugabwehrsysteme S-300 und das S-400-System wahrscheinlich auch, das aus Russland geliefert wurde, aber die haben auch in der Ukraine immer wieder Schwächen gezeigt und kommen offenbar gegen F-35-Kampfjets einfach nicht an. Dann gibt es noch amerikanische Hawk-Flugabwehrsysteme, die da auch stationiert sind. Die kommen aber aus den 60ern, also aus der Zeit des Schahs, und auch chinesische Abwehrsysteme. Aber die Systeme, die harmonieren einfach nicht miteinander. Heißt also, dem Iran fällt es unglaublich schwer, da Raketen oder Kampfjets abzufangen. Also wir sehen es, ein hochkomplexer Luftschlag, der da durchgeführt wurde. Der Iran offenbar so überrumpelt, dass man nicht eine Rakete, nicht einen Kampfjet abgefangen hat. Marian, danke schön für den Überblick.